Ey, du verlierst, wenn du mich anguckst. Ich will spielen. Ich kann das nicht spielen. Ich habe eine Münze, ich weiß es. Ich kann spielen. Ich spiele das Spiel. Ich warte ein bisschen, ne? Ich will spielen. Kann ich den nicht vertreiben? Nein! Ich spiele das Spiel jetzt. Mir egal, wie lange ich brauche. Ach man, komm schon. Guck mich nicht so an. Ja. Komm. Nein, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht spielen. Nein, wieso nicht? Wieso geht das nicht? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht? Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin enttäuscht. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Oha. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich Sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Wohin? Nein! Ja komm, ich spendiere ihm noch einen. Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das gleiche bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Und noch eines auf. Boah, das wird auch wieder mal schön. Sagtest du Tötungsdelikt? Also ich dachte, ich konnte nicht spielen. Hatte schon Angst. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Nö. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Wer folgt ihr? Hä? Joss Darkness für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Die guckt. Was ist passiert? Typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Aha. Warte mal. Krankenwagen. Ich bin einfach so neugierig. Das sind Androiden, oder? Ja, das sind Androiden. Okay. Androiden haben hier keinen Zutritt. Der gehört zu mir. Der gehört zu mir. Ah, der ist sympathisch. Welchen Teil von bleiben im Auto hast du nicht verstanden?
Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Du kannst hier sicher noch was machen, oder? Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestimmt. Hey, wartet mal! Du kannst nicht mehr. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Red Eyes. Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte. Blutlecken. Danke. Lecker. Nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Ulala, was haben wir da? Oh. Schade. Ich hätte doch was gut. Ich stehe. Die Buchstaben sind perfekt. Oh la la, again! Kein Mensch kann so Sex, offiziell Sex mit anderen ist besser. Oh, jetzt kommt es, Alter! Kann man noch mehr lesen? Aha. Dann braucht man später keine Freundin mehr, da hat man einen Android. Oh je. Bin gespannt. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Hey, der blitzt hier. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Ein Baseballschläger? Aha. Hier haben wir was. Was ist da?
Grundheftige Abbruchspuren von Titanium. Okay. Sie im Griff. Ja. Hey! Griff. Okay, nice. Och nö. Oha. Verbringt einfach seine Leute. Ich will im Kühlschrank angucken. Kann ich den angucken? Nö. Schade. Der hat eine Corona-Maske an. Der war in mir. Hört sich falsch an. Ich kann noch weit laufen. Siehst du Corona-Maske? Wo bleibt der Rechtsmediziner? Er sollte von der halben Stunde. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Cyberlenzer. Gut, dann uns suchen wir den nochmal, ne? Hinweise. Verstorben. Herr Krunk, bist du das? Boah. Red Eyes, ja. Boah. 28 Messerstiche. Ja, wieso nicht, ne? Licht in die Küche, ne? Ja, das dachte ich mir. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Der Blick von Connor. Es fehlt noch ein Beweis. Nee, ich will noch keinen Bericht. Ich will alle Beweise. Offizier. Steh mir nicht im Weg. Ist noch ein Beweis? Irgendein Fehlercode, kann es sein? Ja, 10-10. Nice, das wollte ich. Immer schön Beweis sammeln, Kinder. Ja. Hank. Oh. Hank. Sprechen. Lieutenant. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. Thank you.
Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Wieso atmet der so komisch? Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Tyrium, ja, das ist blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Aha. Da lief da lang. Aber klar. Der hat noch die Opfergabe gemacht. Bin da was zu klettern. Ein Stuhl. Ich sag dir, ein Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Klettern. Ganz langsam.
Bing, 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 bing. Der kam aber hier entlang. Angefasst. Kann ich nicht schneller sein im Spiel? Da hinten Mecker ist er. Da war etwas. Ja, da hinten ist er. Boah, komm, kein Schreckmoment. Kein Schreckmoment, bitte. Ich mag das nicht. Oh mein Gott. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Jetzt kommt die Entscheidung. Was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Was? Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Ich konnte mich nicht mal entscheiden? Na los! Ich dachte, ich könnte ihn noch entkommen lassen.